Guten Morgen. Ihr hört es an meiner Stimme. Ich bin krank. Ich hatte es ja schon angekündigt, dass ich mir ziemlich sicher bin, dass ich krank werde nach dem Derby, weil ein paar Tage im Regen stehen auf dem Platz nicht so gesund. Und es ist jetzt 4:15, glaube ich. Und ich fahre jetzt einmal direkt in den Stall. Ich war die letzten Tage auch eher Statist im Stall. Ich werde heute longieren. Meine Pferde sind brav alle die ganze Zeit draußen auf der Wiese oder machen Kinetik oder irgendwas und chillen. Und haben jetzt irgendwie nach einer Woche Weide schon richtig fetten Weidebauch, weil sie nicht so viel machen. Aber ganz ehrlich, ich war nicht in der Lage. Ich war heute Morgen auch aufgewacht und heute war so der erste Tag, wo ich dachte so, wow, sprechen kannst du auch nicht mehr so wirklich, weil die letzten Tage war meine Stimme noch in Ordnung. Ich hatte einfach nur brutale Halsschmerzen, aber mir ging es halt richtig schlecht. Und jetzt ist aber auch meine Stimme weg. Also, blöde Sache. Und ich muss auch einmal nachher zum Friseur. Und zwar nicht, um Haare zu machen, sondern um Schadensbegrenzung zu machen. Denn das letzte Mal, als ich da war, haben sie meine Strähnen gemacht. Ist jetzt nicht so ultra lang her. Das heißt, es ist noch im Rahmen, dass ich mich beschwere. Aber wir heiraten ja in 2 Monaten. Und ich bin nicht zufrieden mit meinen Haaren, was daraus geworden ist. Also gar nicht. Ich habe heute Nacht, erstmal so einen kleinen Nervenzusammenbruch jetzt nicht. Also ich mag immer nicht solche Begriffe wählen, die nicht so ganz stimmen. Aber ich habe einfach wirklich, kann ich ganz ehrlich sagen, angefangen zu heulen, weil ich gesagt habe, oh mein Gott, so will ich nicht heiraten, was mit meinen Haaren passiert. Es geht nicht. Und deswegen muss ich jetzt nachher da einmal hin und einmal fragen, wie wir das Problem jetzt lösen können. Und also, aber for the record, ich werde von, wie heißt das? Genetisch bedingt, wird man in meiner Familie schnell weiß. Und ich bin jetzt 30 und ich habe schon die ersten graue Haare mit Anfang 20 gekriegt. Und habe dann halt gesagt, nee, das möchte ich nicht so gerne. Ich weiß, manche Leute embracen ihre grauen Haare. Das soll jeder machen, aber ich persönlich möchte es einfach bei mir nicht. Ich finde, bei anderen Leuten kann es gut aussehen. Bei mir persönlich finde ich einfach nicht. Und deswegen habe ich ja halt gesagt, okay, im Alter werde ich halt blond. So, und dann habe ich ja auch angefangen jetzt zu strähnen und eigentlich war bislang auch immer alles gut. Das ist auch sehr unauffällig gewesen, meines Erachtens. Also, als habe ich ziemlich lange nichts gemacht, hatte dadurch einen ziemlich langen Ansatz, aber dadurch, dass die Highlights sehr weich gesetzt sind, war es nicht so krass. So, und jetzt ist es krass. Und ich habe plötzlich Blocksträhnen und irgendwie ist es auch nicht der Ton, den ich das letzte Mal hatte. Sie haben irgendwie einen Gelbstich und ich denke so, wow, 2 Monate vor der Hochzeit, wirklich. Muss ich das irgendwie lösen? Und tatsächlich, wenn die mir nicht garantieren können, dass ich wieder ein schönes, softes Blond kriege, dann mache ich sie braun vor der Hochzeit. Weil das ertrage ich nicht. So will ich auf keinem Foto zu sehen sein. So, genug Beauty-Talk am Morgen. Ich fahre jetzt in den Stall und zeige euch, was wir werden. So, ich bin angekommen. Schaut euch mal bitte an, wie unfassbar schön es ist. Und ich möchte eigentlich gar nichts lieber als reiten. Statt jetzt irgendwie zu longieren. Ich hasse longieren. Ich hasse longieren richtig. Aber oh mein Gott, schaut euch mal an, wie schön es hier ist. Oh, ich liebe das. Das ist so schön. Guten Morgen, ihr beiden. Hi. Ihr seid die Ersten, die mich begrüßt. Das ist ja nett von euch. Hallöchen. Caspi ist momentan ein bisschen frech. Ich habe auch jetzt gehört, dass er zu meinem Schmied nicht so nett war und ein bisschen nach ihm ausgekeilt hat. Da müssen wir mal ein bisschen dran arbeiten. Und du bist ein Schatz, wie immer. Ich weiß nicht, wo die anderen, wahrscheinlich schlafen die anderen? Nee, Lotti steht. Ziva, stehst du auch? Nein, Ziva liegt anscheinend, weil sonst würden wir sie sehen. Lotti? Hi. Na, mein Engel? Hallöchen. So, ich komme mal rein zu euch. Und das war Cesi, der gerade gewirrt hat. Oh, ich wünschte, Cesi hätte auch hier eine Außenbox. Aber was nicht ist, kann ja noch werden.
Ziva und Lotti, die stehen jetzt schon draußen. Ihr seht auch an Ziva. Ich hatte ja letztens schon gesagt, sie ist ein bisschen mopsy. Und jetzt gerade, wo die Weidesaison angefangen hat, sie hat einfach einen kleinen Hängebauch. Aber das ist okay, den kriegen wir auch wieder weg. So, bevor mich jetzt wieder jemand hatet. Ja, Tatsache, medizinisch bestätigt, Fett ist ein bisschen dick. Das ist nichts, was ich hier mir einbilde oder behaupte. Ich bin jetzt hier kein Skinny-Diktator. Das Pferd ist einfach aktuell ein bisschen dick. So, kommt damit klar. So, zwei Pferde sind schon in der Maschine, und zwar Caspi und Cesi. Und hier hinten regt sich gerade Cosma auf, weil es ja eine absolute Oberfrechheit ist, dass sie weder in der Maschine ist, noch auf dem Paddock. Und dementsprechend macht sich jetzt gerade ein bisschen Randale. Aber Cosma, einer muss anfangen. Und das bist jetzt in dem Fall du. Ich hoffe, das ist für dich okay. Wenn ich mir deine Reaktion hier so angucke, denke ich nicht. Aber so ist das. Hör auf. So, wir fangen jetzt mal an. Hör auf, sag mal. So, ich kümmere mich mal um das unerzogene Tier, was nicht damit klarkommt, dass es nicht draußen steht, weil sie ja so wenig draußen steht. Ja, ich kümmere mich mal. Das wollte ich euch noch zeigen. Die mir bei Instagram folgen, die wissen, dass ich geshoppt habe auf dem Hamburger Derby. Aber ja, und zwar habe ich ein Acavallo-Pad geshoppt, ein Lammfell-Pad. Und ich habe ganz lange überlegt, ob ich es mir kaufen soll, weil es nicht ganz günstig ist. Kostet 198 Euro. Aber ich habe es getan und ich bin sehr zufrieden. Es ist nämlich hier sehr luftdurchlässig, dadurch, dass hier eben so Löcher drin sind. Und es ist super, super weich, super squishy. Es verteilt das Gewicht des Sattels 1A und auch des Reiters automatisch. Und ich bin sehr, 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 sehr zufrieden. Ich bin lange drum rumgeschlichen, weil ich finde, dass es wirklich viel Geld ist. Aber grundsätzlich sollte man sich ja auch nicht 100 Milliarden Lammfell-Pads kaufen. Und ich habe jetzt zwei. Und das reicht dann jetzt auch erstmal für viele, 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 viele Jahre, wenn man die anständig pflegt. Da muss man sich auch nicht alle Nase lang ein neues kaufen. A, schon das in Geldbeutel. Und B, ist das ein bisschen netter, wenn man nicht so viel solche tierischen Produkte shoppt. Ne? Also, man kann nur verlieren, wenn man dieses Thema anschneidet. Der Reitsport ist ja sowieso ein bisschen schwierig, was das Thema angeht. Gerade so mit Leder und Lammfell. Und ich stehe einfach auf dem Standpunkt, man sollte die Sachen auf jeden Fall nicht inflationär kaufen und pflegen, damit sie eben langhaltend sind. Langhaltend? Lange haltbar. Lange halten. So. Ne, Cosma? Was nicht lange hält, ist deine Geduld. Deswegen machen wir jetzt mal Tempo, Tempo, Tempo. Das war ein kurzes, aber gutes Vergnügen. Also sie hat am Anfang nicht so ganz verstanden, warum denn man bitte auf einem Platz, wo Gras ist, weil ich gerne auf unserem Parkplatz longiere und reite und alles, weil einfach schön. Und bei dem Wetter brauche ich nicht irgendwie einen kleinen Longierzirkel zu gehen, zumal unser Longierzirkel ja auch schon relativ klein ist. Aber ja, ich bin sehr, sehr, sehr zufrieden. Aber sie hat es, wie gesagt, anfangs nicht so ganz verstanden und hat die ganze Zeit versucht, die Nase zum Grasen runterzumachen. Und hat es auch so heimlich versucht, also ganz niedlich. Ich habe leider nichts dabei gehabt, um es euch zu filmen. Aber ganz süß, sie ist dann einfach so getrabt und hat mal richtig, dann ging die Nase weiter runter. Und dann wurde sie immer langsamer und langsamer und hat die ganze Zeit so versucht, sie mit die Lippe aufzumachen. Ich habe gesagt, so habe ich sie mal vorwärts geschickt. Und hat sie, also das Gesicht hättet ihr sehen müssen. Also wirklich so, oh Mann, ey. Aber ja, so, ich sattel sie mir jetzt ab. Dann stelle ich sie kurz in die Box, damit sie was trinken kann, denn auf dem Paddock haben wir kein Wasser. Also beziehungsweise ich normalerweise, also in der Paddockzeit schleppe ich da Wasser hin, aber wir haben jetzt ja Weidezeit und deswegen schleppe ich da jetzt aktuell kein Wasser hin. Das ist für mich jetzt einfach so Zwischenparken, damit die nicht in der Box stehen. Also Sommer ist immer schön, weil dann kann ich meine Pferde mal hier auf dem Paddock, weil das nutzt dann keiner, zwischenparken. Kann sie mir alle draußen haben, habe aber nicht so weite Wege, sondern wirklich nur rein, raus die ganze Zeit.
Und wenn ich dann durch bin, dann bringe ich sie nach ganz hinten auf meine Wiese. Ne? Und da habt ihr dann noch Wasser. Aber jetzt erstmal darfst du was trinken und ich schnapp mir die nächste. Und wenn du dann fertig getrunken hast und die nächste schon mal gesattelt ist, dann gehst du aufs Paddock. Das hat ja alles ein System, Cosma. Habe ich mir Tiva geschnappt. Ich weiß nicht, ob ihr es gerade gesehen habt. Ich weiß nicht, ob ich es drin gelassen habe. Muss ich gleich mal gucken. Aber Tiva hat auch ein bisschen gebettelt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, auch das jetzt. Ich bin eigentlich, so meine Pferde mega gut erzogen, stehen alle still und benehmen sich beim Putzen. Und Cosma jetzt, dass sie vorhin sich so aufgeregt hat, gut, sei es ihr ein bisschen verziehen, weil die anderen draußen waren, ist auch ein bisschen ihr Charakter, aber eigentlich darf sie das nicht und macht es eigentlich auch nicht. Und ja, bei Tiva jetzt hier genau das Gleiche. Also man merkt schon, dass ich in letzter Zeit ein bisschen schluderig war und nicht ganz so viel Wert darauf gelegt habe. Muss ich jetzt mal wieder ein bisschen erziehen mit viel Liebe. Aber es muss gemacht werden. Ich finde, es gehört dazu. Ich finde, Pferde müssen, also jetzt nicht böse, aber man muss das schon irgendwie, also meines Erachtens einfach gehört das dazu. Die Pferde müssen mich auch respektieren. Hör auf! Die müssen stillstehen. Hi! Oh, we already said hi. Meines Erachtens müssen die Pferde das halt respektieren. Die dürfen halt beim Putzen, sollen sie stillstehen, sollen nicht betteln. Beim Aufsteigen müssen sie stillstehen, dürfen jetzt nicht mich über den Haufen rennen oder sollen in einer Spur bleiben, wenn ich sie führe eben. Und also was, da achte ich eigentlich sehr penibel drauf. Und das geht aktuell nicht bei allen so gut. Und dementsprechend müssen wir da jetzt mal wieder ein bisschen dran arbeiten. So, jetzt longiere ich die süße Maus. Mein Handy hat tatsächlich keinen Akku, von daher kann ich es euch nicht filmen, weil die große Kamera hier, die nehme ich jetzt nicht mit. Das ist immer ein bisschen umständlich, auch sicherheitstechnisch ein bisschen fragwürdig. Aber ja, ich zeige euch danach oder ich spreche danach einfach weiter. Mit Tiva bin ich fertig, die war richtig gut. Oh, ich habe vergessen, Tivas Äppelhaufen wegzumachen, das muss ich noch schnell machen, ne? Und als nächstes mache ich Lotti. Die Jungs habe ich auch schon reingeholt aus der Maschine. Die haben jetzt auch kurz was getrunken. Die schmeiße ich jetzt auch noch kurz aufs Paddock. Dann mache ich Lotti und dann gucke ich mal, was die Zeit sagt. Cesi war jetzt zwar in der Maschine, aber eventuell longiere ich ihn auch noch mal kurz ein bisschen am Halfter, damit er sich auch noch mal ein bisschen mehr bewegen kann. Und dann geht es für mich auch schon wieder gen Heimat. Ich muss einfach sagen, bei mir geht es momentan ein bisschen drunter und drüber, merkt ihr ja auch. Ich werde es auch langsam ein bisschen müde zu sagen, aber es ist gerade alles sehr stressig. Also wir hatten ja nach Corona so eine Phase, wo alles mega gut war und es richtig gut gelaufen ist. Und jetzt gerade ist so eine Phase, wo alles auf einmal kommt. Aber alles ist positiv. Also versteht es nicht falsch. Es ist gerade so viel Gutes, Positives, Schönes, Perfektes. Also langsam aber sicher macht alles komplett Sinn und ich freue mich unfassbar doll, ich bin unfassbar glücklich, aber ich kann dieses Glück aktuell noch nicht so richtig zeigen, weil wir so viele andere Sachen, also weil es alles organisiert werden muss und ich kann es noch nicht aussprechen, aber bei uns ändert sich sehr viel bald und also sehr, sehr viel und das ist gerade unheimlich viel Organisation, ja, und zusätzlich werde ich gerade mit Jobs überhäuft, also halt eben, wo ich beratend tätig werde, also nichts, was ihr dann hier sehen werdet, aber dass ich halt, also
wirklich aktuell da sitze und sage, also es läuft gerade alles so gut, alles so perfekt. Ich bin so unfassbar glücklich. Aber was halt da einfach, wie schon gesagt, zu kurz kommt aktuell, sind einfach die Pferde. Und ich habe in letzter Zeit zwischendurch echt hinterfragt, ob ich den Reitsport in der Form noch weitermachen möchte oder überhaupt kann, weil ich habe halt vorher kein Problem gehabt, mich um die 5 Pferde zu kümmern. Und jetzt ist es halt an manchen Tagen so, da kriege ich es nicht hin. Also einfach zeitlich nicht so. Und das liegt auch ganz viel an der Selbstversorgung. Weil wenn ich natürlich nur eine begrenzte Zeit habe, die ich hier sein kann, dann geht halt füttern, misten, raus, reinbringen und Co. Das geht halt vor. Weil sag ich mal, ein gesundes Pferd, ein glückliches, ausgeglichenes Pferd ist jetzt in dem Sinne wichtiger, als dass ich da jeden Tag reite. Und ich setze große Hoffnung da rein, dass es bald besser wird. Was auch den Grund hat, dass das Thema Selbstversorgung eventuell bald auch ein Ende hat. Dazu aber später mehr. Und dann kann ich meinen Fokus wieder auf das verlagern, warum ich eigentlich reite oder warum ich eigentlich Pferde habe, nämlich aufs Reiten. Denn man muss schon sagen, es ist schon ein bisschen paradox, dass ich momentan viel arbeite und viel Geld in die Pferde stecke, damit ich sie schlussendlich miste. Das ist halt irgendwie blöd gesagt, also ganz fies gesagt, etwas, wofür andere Leute ihr Geld bekommen, eigentlich. Also einen Stall zu managen und die Boxen zu misten und zu füttern, das ist ja ein regulärer Job in einem Stall. Und bei mir ist es umgekehrt. Ich zahle viel Geld dafür, dass ich es selber mache. Also sehr paradox, aber naja, ich will mich eigentlich nicht beklagen. Ich würde mich einfach nur so sehr freuen, gerade jetzt, wo die Turniersaison wieder im Gange ist. Wir sind absolut nicht turnier-ready. Ich würde so gerne, aber. Und jetzt war ich ja die letzte Woche in Hamburg auf dem Derby und habe da auch wieder gedacht, so. Oh. Und dann, also, sieht man dann so in diesen Profiprüfungen, sieht man dann diese perfekt bemuskelten Pferde. Und dann gucke ich mir meine kleinen Weidewampen gerade so an und denke so. Inklusive meiner kleinen Weidewampe und denke nur so, ei, weit entfernt von sportlich. Aber naja, lange Rede, kurzer Sinn. Wir halten jetzt einfach durch, wir halten die Stellung. Es nützt auch nichts, sich die ganze Zeit irgendwie Gedanken darum zu machen, so was man gerne anders hätte, weil ich glaube, alles hat seine Zeit und für alles gibt es eine Lösung. Und es gibt gerade einfach einen sehr, sehr positiven Grund, warum bei mir gerade zeitlich die absolute Obergrenze so erreicht ist. Und wenn man dann halt eben, so wie jetzt gerade, jetzt bin ich krank, unsere Tochter ist auch krank und mein Mann ist aktuell unfassbar viel unterwegs, das heißt, ich bin relativ viel alleine und ohne Kita, weil Kind krank und ohne Mann und ohne sonstige Unterstützung ist es nicht machbar. Also jeder, der es dann schafft, 5 Pferde perfekt zu reiten, alles Boxen perfekt zu machen, sie anständig raus und rein und füttern und hast du nicht gesehen, dann auch noch zu arbeiten und das Kind zu versorgen, Chapeau, ich kann es nicht. Also ich kann viel möglich machen und ich bin, glaube ich, bestimmt jemand, der sehr gut im Zeitmanagement ist. Aber da hört es bei mir auf, das kann ich nicht. So, und jetzt mache ich Lotti-Potti, schmeiß vorher noch die Jungs aufs Paddock und dann bringe ich die Jungs raus, dann streue ich die Boxen ein. Futter, dann fahre ich nach Hause. Und dann mache ich noch einen Abstecher zu meinem Friseur, bevor ich die Treppen hochgehe. Und ich kaufe noch ein bisschen Obst und Gemüse vorher ein. Ich mache nämlich jetzt bis zur Hochzeit, habe ich überlegt, eine Obst- und Gemüse-Diät. Mal gucken, ob es klappt. Ich glaube nicht, aber believe in yourself.
So, alle Pferde sind fertig. Lotti war auch sehr, sehr gut. Und ich habe jetzt gerade die Bottiche hochgebracht auf die Wiese. Und ich glaube, jetzt hole ich noch einmal den Schlauch hoch, weil der liegt noch hier. Den habe ich letztes Jahr, hat die Reitschule hier gekauft. Dann habe ich die Hälfte davon einfach dazugegeben. Das heißt, der halbe Schlauch gehört mir. Aber ich fühle mich immer schlecht, einfach so, wenn ich den nach oben verfrachte an die Wiesen. Aber der muss jetzt nach oben, denn Pferde stehen ja alle oben und die Pferde von der Reitschule stehen auch neben meinen Pferden auf der Wiese, also passt das. Hier stehen jetzt meine, warten sehnsüchtig, dass es nach draußen geht. Und da werde ich sie jetzt auch hinbringen. Ich merke, ich habe jetzt übrigens auch ein kurzärmliches Shirt. Das ist das gleiche East-Shirt, aber ein kurzärmliches. Ich lebe in den Dingern. Ich habe jetzt auch gemerkt, jetzt ist es schon anstrengend. Also so, jetzt hier so die drei Pferde machen. Ceci schaffe ich auch nicht mehr. Ich habe jetzt die Boxen eingestreut und gefüttert. Und jetzt ist der nächste Schritt, die Pferde alle rauszubringen, Wasser aufzufüllen. Hier noch einmal die Gasse zu fegen. Das habe ich jetzt noch nicht gemacht, weil es sich noch nicht gelohnt hat, weil ich die Pferde jetzt, wie gesagt, vom Pedder hole und da werden sie es noch mal ein bisschen dreckig machen. Und dann, ja, geht's für mich gern Heimat. Und ich habe auch echt einiges auf dem Zettel. Ich habe ja gerade gesagt, habe in einem anderen Video gesagt, ich schließe gerade meine UG, also meine Unternehmergesellschaft. Holla, die Waldfee, das nicht ohne, vor allem, weil mein vorheriger Steuerberater da ziemlich geschludert hat. Das heißt, ich habe auch gerade noch kurz vor knapp einen Steuerberaterwechsel. Und das ist so kompliziert, vor allem, weil da natürlich dann auch ganz viel auffliegt, was vergeigt worden ist, nicht von mir. Und das ist unfassbar viel, unfassbar nervig und stressig hoch 100. Aber ja, ich bin dran. Was soll's, hilft ja nichts. Ne? Das ist so eine dieser Geschichten. Ich habe es auch so lange jetzt, ich habe es viel zu lange jetzt aufgeschoben. So lange, dass ich jetzt schon eine Strafzahlung habe, weil ich das zu spät abgegeben habe. Habe ich schon bezahlt, ist alles im grünen Bereich und jetzt schicke ich es halt verspätet los. Ist halt so, ist ärgerlich, unnötige Kosten, unnötig Stress. Aber jetzt ist das Unternehmen Gott sei Dank bald passé. Dauert 2 Jahre, weil man hat ja noch ein Sperrjahr und hast du nicht gesehen mit einer Kapitalgesellschaft, das ist eine absolute Vollkatastrophe. Aber dann ist das Thema Gott sei Dank vom Tisch. Und ich kann dieses Kapitel beenden, weil das so nervig ist. Also ich habe da, die Kapitalgesellschaft war ein absoluter Reinfall. Also das System an sich nicht, aber die Gesellschaftsform für mein Unternehmen war einfach schlecht gewählt. Und jetzt habe ich das Ganze umgewandelt in eine andere Unternehmensform. Damit klappt das auch super und so, aber nervt. Es ist halt immer schön so. Man muss sagen, die Kapitalgesellschaft ist quasi das zweite Unternehmen, was ich in meinem Leben gegründet habe. Und da war ich einfach schlecht beraten. Da habe ich wirklich schlecht beraten. Also ein Einzelunternehmen hat es auch getan. Ich habe jetzt auch ein Einzelunternehmen. Und man wird schlauer im Prozess. Und ich wusste schon vor Jahren, dass es falsch war. Also schon, ich glaube, 2016, März 2016 gegründet. 2018 hat es mir dann so gedämmert. So, ach, irgendwie war das ziemlich unnötig und kostet einfach nur viel zu viel, so eine UG für das, was ich mache. Also unnötig eigentlich. Aber ich habe es dann so vor mir hergeschoben. Naja, komm. Passt schon. Ja, unnötig. Ich will gar nicht ausrechnen, was ich hier umsonst alles ausgegeben habe und an den Staat an Ausgaben und Abgaben bezahlt habe, obwohl ich es wirklich nicht gemusst hätte, hätte ich es als Einzelunternehmen gemacht. Aber so ist es, gehört dazu. Sometimes you learn, sometimes you lose. passt schon. Aber nervig ist es allemal. Oh, ich liebe das, ja. Perfekt gefegte Steigersen. Oh. Oh, ich habe jetzt noch das Pferd von der lieben Miteinstellerin rausgestellt, habe den auch schon Wasser gegeben. Jetzt gleich hole ich ihm noch ein bisschen was zum Snacken, damit er hier noch ein bisschen was zu tun hat, weil der ist erst später dran mit Wiese. Und ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt. Muss mal gucken, zoom. Seht ihr da hinten den Fuchs und den Braun und da zwischen den Bäumen erkennt man Schimmel. Da stehen meine Pferde glücklich auf der Wiese. So, und dir hole ich jetzt auch ein paar Snacks.
da hinten steht ein Pferd, was ich am liebsten haben würde. Ist auch zu verkaufen, ist aber nicht mein Budget leider. Aber jetzt, wo die Weidesaison ist, vorher hatte sie das Paddock oben, jetzt hat sie die Weide direkt vor uns. Ich zeige sie euch nicht, aber sie ist so schön. Ich mag sie so gern. Aber genug Pferde, genug Pferde. So, ich bin fertig. Ich habe gerade noch ein bisschen Gras gepflückt. Ich bin eigentlich nicht so ein Fan von Grasschnitt, aber das ist wirklich nicht viel gewesen und frisch. Oh, freut er sich jetzt. Ne? So, ich mache mich jetzt auf den Weg. Ich werde erst einmal nochmal im Supermarkt vorbeifahren, ein bisschen Obst und Gemüse kaufen, was man halt so tut. Und mir ein Wasser kaufen, weil ich vergessen habe, Wasser mitzunehmen. Ich habe mega Durst. Und dann habe ich noch ordentlich was zu tun. Heute Nachmittag habe ich ein mega cooles Meeting, auf das ich mich richtig doll freue. Über gemeinsame Kontakte ist das entstanden. Das ist ganz lustig, weil ich habe eigentlich mein mittlerweile Hauptjob ist ja aus meinem Influencer-Dasein gewachsen. Und ich mache mittlerweile so viel Beratung und habe aber keine Website dafür. Habe ich vorgestern mit jemandem drüber gesprochen tatsächlich. Der meinte so, hey, ich wusste gar nicht, dass du das machst, weil das steht alles gar nicht auf deiner Website. Ich so, ja, meine Website ist ja quasi auch nur mein Bloggedöns, aber da habe ich zwar den Hinweis mit HCJ Media, aber irgendwie auch nur der Vollständigkeit halber. Ich glaube, ich müsste meine Website machen, langsam aber sicher, weil jetzt wird es auch langsam, geht so in Richtung, dass ich auch anfange, Influencer zu betreuen und für die sozusagen das Management zu machen. Huch, hallo. Und das macht mega viel Spaß, aber das hätte ich gerne ein bisschen anders optisch dargestellt. Und oh, ich hab richtig Bock da drauf, aber muss sagen, bisher habe ich mich um dieses Website-Thema halt erfolgreich gedrückt, weil ich halt gedacht habe, so, naja, ne, passt schon. Weil es irgendwie immer, also immer, ich habe immer, wenn ich einen Job abgeschlossen habe, haben die mich an jemanden weiterempfohlen. Und manche sind auch langfristige, langjährige Kunden schon. Und die empfehlen mich dann weiter. Und es ist echt cool. Es macht richtig viel Spaß. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich will es auch jetzt nicht immer wieder sagen, ne, aber so ein paar schreckliche berufliche Jahre hinter mir und ich freue mich so doll, dass ich am Ball geblieben bin. Ich habe zwischendurch nämlich echt überlegt aufzuhören und aufzugeben und alles aufzugeben, Pferde zu verkaufen, nicht mehr zu arbeiten, Hausfrau zu werden, whatever, also oder irgendwas, einen komplett anderen Job. Also ich habe so viele Sachen überlegt, die ich machen könnte und war kurz davor, alles hinzuschmeißen. Und ich weiß nicht, warum ich nicht aufgegeben habe, aber es war gut. So, mal so ein richtig, einfach mal so positiv drüber sprechen. ich weiß, es wird einem dann wahrscheinlich wieder negativ ausgelegt, von wegen, oh, mega arrogant, dass du sagst, dass es gut läuft bei dir. Oder mega arrogant oder voll komisch, dass du sagst, dass es gut läuft bei dir, weil wir machen Big Business. Das war immer noch mein Lieblingskommentar. Also ich mache halt Big Business und rede halt nicht drüber. Ja, okay, who cares? Ich schon. So, lange Rede, kurzer Sinn. Ich fahre jetzt los und ich bin heute richtig, richtig gut drauf. Das Wetter ist toll, endlich mein kurzärmliches Funktionsshirt an. Also wenn ich anfange, kurzärmlich rumzulaufen, dann wisst ihr, der Sommer ist da. Weil ich bin heute Morgen hier angekommen mit diesem Funktionsshirt. Darüber habe ich mein Hybrid-Jersey angehabt und meine Winterjacke. So bin ich hier heute Morgen angetanzt und so habe ich auch das erste Pferd longiert. So, ich weiß nicht, mit der Zeit habt ihr gesehen, dass ich mich entblättert habe. Und jetzt, ich bin wie so ein Wetterfrosch. So, jetzt mache ich mich auf dem Heimweg und höre auf zu brabbeln.